Ja, Thomas, emotionales Derby hier in Neumagen im Laienhaus, unterm Strich 4:1 Sieg. Wie bewertest du denn den Auftritt deiner Mannschaft, unabhängig von den drei roten Karten, die es gegeben hat? Ja, du hast schon richtig gesagt, es war natürlich ein sehr emotionales Spiel. Klassisch Derby, wie es so ist, ne? Wie es sein soll, so muss ich schon gerade sagen. Ja, es war am Anfang, haben wir ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Ja, kleine Fouls so ein bisschen, vielleicht nicht so beabsichtigt, aber dann letztendlich in der Konsequenz ja, eine Situation für uns, wo die rote Karte entstanden ist. Und das haben wir unterm Strich gesehen, war genau das, was ich mir gewünscht habe. Dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr einfach dominant aufgetreten sind, dass wir ja, die Siegesmühlen hatten und dass wir einfach ja, hier hingefahren sind, für die drei Punkte mitzunehmen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir haben einen guten Start jetzt hingelegt. Ja, bin zufrieden. Schlüsselszene wahrscheinlich in der ersten Halbzeit, die rote Karte gegen den Neumagener Torhüter. Wie hast du es gesehen? War es eine überharte Entscheidung vom Schiedsrichter Horst Jonas? Also es war, ja, ich fand es auch etwas ja, überzogen. Letztendlich, ich glaube, alle sind viel nicht gut getan. Aber das ist immer so grenzwertig, die Entscheidungen, die man am Bruchteil von einer Sekunde treffen muss. Der Spieler kommt vorher an den Ball, legt den Ball vorbei, Torwart hat mit dem Spieler Kontakt. Und das ist leider dann so die Auslegung, dass der Torwart dann doppelt bestraft wird. Gut, wir haben uns dann trotzdem, wie gesagt, zunächst ein bisschen schwer getan, aber haben, denke ich mal, schon über weite Strecken kontrolliert, 1-0 gemacht und dann, wie gesagt, durch, ja, leider muss man sagen, auch eine, ja, eine kleine Situation vom Torwart, ein bisschen unaufmerksam und dann kriegt man 1-1, aber sind dann relativ schnell wiedergekommen. Ja, im Umschaltspiel war da wieder bärenstark, Sepp Schäfer, richtige Lücken gerissen, am Ende dann auch mit einem super Pass auf den Dennis Franzen überzeugt. War denn der Dennis Franzen auch so eine Art Matchwinner, obwohl er dann auch mit Gelb-Rot vom Platz musste? Ja gut, ich habe den Jungs vom Spiel gesagt, heute wird die Bank entscheiden. Ja, die Weisheit hat halt wieder im Endeffekt zugetroffen.